Ahzidals Ring des Arkanen erlaubt, die Zauber entzünden und Frost zu wirken. Ich glaube, die meisten wissen schon, wo man diesen Ring bekommt. Die Insel Solsheim, die Location Kolbjörn-Hügelgrab. Ich glaube, bei jedem klingelt da was. Dabei ist Entzünden ein Zauber der Lehrlingsstufe. Es kostet nur 9 Mana. Ein Flammenstoß, der das Ziel in Brand setzt und 15 Sekunden lang 6 Punkte Schaden pro Sekunde verursacht. Ich will heute diesen Zauber mit dem Zauber der Expertenstufe Elementarstoß vergleichen, der 24 Mana kostet. Eine Elementarexplosion, die 135 Punkte Feuerschaden und 135 Punkte Blitzschaden und halb so viel Ausdauer verursacht, vergleichen. Und ich will zeigen, dass Entzünden sogar besser und effizienter ist für einen Magier. Aber schaut euch das an und bildet euch selbst eure Meinung. So, also zunächst meine Perks, Fertigkeiten. Zerstörung. Also, sowohl die Lehrlingszauber kosten nur die Hälfte der Magika, als auch die Expertenzauber. Also die Ausgangsbedingungen sind gleich. Außerdem habe ich den Perk Einschlag. Das bedeutet, die meisten Zerstörungszauber stoßen einen Gegner zurück, wenn sie doppelt gewirkt werden, also mit beiden Händen. So, jetzt zunächst der Zauber Elementarstoß. Die Schwierigkeitsstufe ist legendär. Wir schauen mal, wie effizient der Elementarstoß, also die Expertenstufe, auf einem Riesen ist. Wir schauen uns seine Lebensenergie an. Er wird auch zurückgestoßen von dem Zauber tatsächlich. Das heißt, der Rückstoß funktioniert, aber schaut mal, es kostet so viel Mana, dass ich jetzt schon nicht mehr schießen kann. Das heißt, ich müsste jetzt schon wegrennen. Die Hälfte seiner Lebensenergie ist weg. Ich kann immer noch nicht schießen. Oh, es geht immer noch nicht. Und jetzt erst wieder ein Schuss. Und jetzt müsste ich wieder warten. Und sowas kann in die Hose gehen, denn man muss ziemlich lange warten, bis sich die über 40 Punkte Mana regenerieren. Uiuiui, und dann schießt man auch noch daneben. So, das war also der Elementarstoß. Jetzt schauen wir mal das Ganze mit dem Lehrlingszauber entzünden. So, ich habe das jetzt in der Hand. Wieder nochmal, die Schwierigkeitsstufe ist legendär. Und, ich glaube, die meisten haben diesen Ring und diesen Zauber, den uns dieser Ring gibt, unterschätzt. Schaut euch das genau an. Schaut euch die Lebensenergie des Riesen genau an. Ja, ich wiederhole, das ist immer noch die Schwierigkeitsstufe legendär. Naja, noch ist es, noch sieht es nicht so gut aus. Aber schaut mal, wie wenig Mana uns das Ganze kostet. Wie oft wir schießen können. Hauptsache, wir treffen ihn. Und schaut euch jetzt seine Lebensenergie an. Ja, ja, er brennt die ganze Zeit. Er verliert die ganze Zeit Lebensenergie. Das heißt, jetzt haben wir ungefähr genauso viel Leben von ihm genommen, wenn nicht sogar mehr. Und erst jetzt war unser Mana alle. Aber wir müssen kaum warten und schon können wir wieder schießen. Ja, weil es ja natürlich nur 7 Punkte kostet. Das heißt, jetzt kann man wieder schießen. Und schaut euch jetzt seine Lebensenergie an. Ja, muss ich eigentlich noch schießen? Ich glaube nicht, oder? Ja, 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 ja. Und... aha, okay. Ne. So. Was sagt ihr zu dem Vergleich? Was ist eure Meinung? Ist das der stärkere Zerstörungszauber, den uns Ahzidals Ring gibt? Ich zeige das Ganze nochmal. Und ich wette, die meisten haben gedacht, was für ein Quatsch. Man bekommt diesen Ring so schwer und dann nur Lehrlingsstufe. Wie kann das sein? So, dann schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao.